So, in diesem Video soll es um ein ganz weiteres wichtiges Thema gehen, nämlich um das Thema Ressourcen. HTTP dient ja zum Zugriff auf Ressourcen. Insofern sollten wir uns mit denen jetzt auch mal auseinandersetzen. So eine Ressource hat eine eindeutige Kennzeichnung, die URI oder die URL. Was der Unterschied zwischen denen ist, kommt noch im Laufe des Foliensatzes. Und das ist die eindeutige fachliche Identität. Sowas haben Sie vielleicht in Programmieren 3 schon mal gesehen. Bei den, wenn Sie da Entitätstypen programmiert haben, beispielsweise, hat ja der Entitätstyp Kunde hat vielleicht die Kundennummer als eindeutige Identität. Das ist dann auch das, was Sie in die Equals-Methode reinschieben. Und das ist vielleicht auch das, was Sie in der Datenbank als Primary Key verwenden würden. Oder Ihr Versicherungsschein hat seine Versicherungsscheinnummer. Oder vielleicht hat eine Ordernummer oder ein Orderdatum oder sowas. Also es gibt immer so eine fachliche Identität und die findet sich in der URI wieder. Und solche Ressourcen sind dann sozusagen tragender Bestandteil einer Anwendung. Wie gesagt, wenn Sie ein betriebliches Informationssystem bauen, wären das genau die Entitätstypen, die Sie vielleicht auch in der Datenbankenvorlesung bereits mit ER-Diagramm modelliert haben oder die Sie in Software Engineering 1 als Klassendiagramm modellieren. Also genau die Sachen sind hier auch gemeint oder können gemeint sein. Ich kann die Ressourcen verknüpfen mit Hypermedia Links. Also Ahrefs und so weiter, wenn Sie es in HTML schreiben würden. Also Sie schreiben einfach in die Ressource einen Link rein und können dann zur nächsten Ressource springen. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal in der Demo. Und das Spannende ist, die Ressourcen können verschiedene Formate haben. Also nicht wie bei einer Datenbank, wo Sie SQL machen und da kommt immer dasselbe zurück, sondern Sie können durchaus dieselbe Ressource am Server sich in verschiedenen Formaten wünschen. Das ist dieses Content Negotiation, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe. Also das heißt, jetzt spucken Server typischerweise JSON-Format aus. Früher war das durchaus üblich, dass HTML kam. Manchmal kommt auch Text zurück oder ein Bild oder was anderes. Aber wie gesagt, die Ressource kann verschiedene Darstellungen haben. Sie sind jetzt nicht auf das JSON-Format, theoretisch zumindest nicht festgelegt. Und Ressourcen können sein, eine HTML-Seite, irgendein Download-Inhalt, ein GIF-Bild oder sowas, aber auch Entitäten wie Kunde, Konto, Vertrag, Unternehmen und so weiter, also Datenstrukturen, die Sie laden wollen, die Sie auch in der Datenbank speichern würden, also quasi Entität gleich eine Zeile in der Datenbank. Irgendwelche Listen können es sein, oder irgendwelche Projektionen, also Zusammenfassungen von Daten, also all das, was Sie auch mit so Datenbankanfragesprachen machen würden. Auch das geht hier mit den Ressourcen. Und wie gesagt, jede Ressource hat eine URI, zeige ich Ihnen auch gleich nochmal. Und die URI ist, wie der Name schon sagte, Uniform Resource Identifier. Das ist genau die Identität von jeder Ressource. Und der Namensraum ist global weltweit gültig, denn nur URL ist weltweit gültig. Das heißt, Sie können sozusagen Ihrem Kundendatensatz eine weltweit eindeutige ID verpassen und das Ding sozusagen weltweit eindeutig aufrufen. Das geht natürlich nicht für ein Primary Key in Ihrer Datenbank oder für einen Zeiger oder für eine Referenz in Ihrem Java-Hauptspeicher, ne? Also das ist jetzt wirklich weltweit eindeutig, globaler Namensraum. Und da haben wir ein gewisses Schema, das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal, wie das geht. Kommt auch noch eine Extrafolie dazu. Und wie gesagt, die URI enthält das Protokoll HTTPS, aber es kann auch was anderes sein, HTTP. Wir haben schon gesehen, da haben wir auch AMQP eingegeben, das wäre durchaus auch eine Art Protokoll oder FTP können wir auch machen. Dann kommt eine Quelle, also die Basis, quasi die Serveradresse, die man über DNS dann finden könnte, also example.com beispielsweise. Und dann kann man sagen, naja, was hätte ich gerne zwischen Orders und dann kann ich hier hinten die ID eingeben, 2007, 10, 7, Quietsch und so weiter. Sehen Sie hier als Beispiel, aber das zeige ich Ihnen jetzt am besten in der Demo nochmal. Ich finde das ein bisschen schöner. Da hat man so ein Beispiel, an dem Sie auch rumspielen können. So, gehen wir wieder zum Postman. Ich habe jetzt hier wieder SWAPI, also das Star Wars API genommen und schreibe jetzt hier People 1. Das heißt, das ist sozusagen die eindeutige URI von Luke Skywalker. Machen wir das mal. Also People 1 ist Luke Skywalker und wir haben hier unten im JSON-Format jetzt den Luke Skywalker dargestellt mit irgendwelchen Parametern. Der ist blond, ist hellhäutig, hat blaue Augen und so weiter. Und Sie sehen hier schon, hier sind auch Verweise drin auf andere Filme, in denen er vorkommt. Das sind also die Star Wars-Filme, mit welchen Autos der so gefahren ist und mit welchen Sternenschiffen der geflogen ist. Und eigentlich war hier irgendwo auch.
Genau, und von welchem Planeten der kommt. Ne? Und Sie sehen, all die Sachen sind wieder referenziert über eigene URLs. Der große Vorteil davon ist, dass jetzt die Planeten oder die Filme beispielsweise nicht zwingend auf dem Server, auf dem wir uns hier befinden, gespeichert sein müssen, sondern sie können durchaus Daten über Server ganz hinweg referenzieren. Also die Planeten könnten auf einem Planetenserver sein, wenn die Personen auf einem Personenserver sind. Und die Sachen sind sozusagen dadurch entkoppelt, dass sie das über weltweit eindeutige UIs machen. Also die ID dieses Planeten 1 ist auch weltweit eindeutig. Rufen wir den vielleicht mal kurz auf, gucken mal nach, welcher Planet das ist. Und Sie sehen, das ist der Tatooine beispielsweise. Und dann weißt du hier wieder, wer da auf dem wohnt. Und das ist People 1, also Luke Skywalker, People 2. Schauen wir mal, wer das ist. C3PO. Und wie gesagt, Sie sehen also, die Daten sind weltkreuz und quer referenziert sind und die URL ist hier bedeutungstragend. Und man kann sozusagen verschiedenste Dinge darüber darstellen. Ja, und dann haben wir hier so ein Aldebaran als Planet eindeutig gekennzeichnet. Also eindeutige Kennzeichnung. Und häufig ist es so, dass sie hier als sozusagen als Extent oder als die Klasse oder die Sorte, die sie darstellen wollen, als Präfix haben. Also was sie Planets hier zum Beispiel, Planets oder People oder Weltraumfahrzeuge und so weiter. Und dann haben sie normalerweise hier die irgendeine sinnvolle ID dahinter. Planet 3 ist dann Yavin 4, was auch immer das war, in welchem Film das auch immer vorkommt. So, genau, also jetzt haben wir schon mal ganz wesentliche Eigenschaften kennengelernt. UI ist bedeutungstragend, häufig die ID am Ende und man erkennt aber, von was das ist. Wenn man die ID weglässt, ist vielleicht auch nochmal spannend, ist das meistens auch bedeutungstragend. Da kriegen Sie nämlich nicht sozusagen Planet Nummer 3 zurück, sondern wenn Sie jetzt hier Planets angeben, kriegen Sie hier insgesamt 60 Planeten zurück, also Tatooine und so weiter, wenn man es runterscrollt, haben also die. Waren die Autoren von der Webseite sehr fleißig und haben hier 60 Planeten erfasst, nach und nach. Also, oder People, können wir auch mal nachschauen. People, nicht People 1, sondern alle People. Da haben wir hier also 82 People in der Datenbank verkabelt. Also, das heißt, UI wirklich als Bedeutungsträger und als eindeutige Referenz auf Datensätze gezeigt, an dem Beispiel Star Wars API, und wir haben halt statt der Customers haben wir halt People und Planets und Weltraumvehikel gesehen. So, vielleicht zur URI nochmal. URI ist der Oberbegriff und Unterbegriffe sind, das geht bei mir, wenn ich was erzähle, auch immer munter durcheinander. Eine URL oder eine URN sind beide jeweils URIs. URN ist aber sehr selten gebräuchlich, das habe ich auch nicht selten gesehen bisher. Also die häufigste Form ist die URL, also ist es vielleicht nicht so schlimm, dass ich es zum Teil synonym verwende. Und das Schema ist, sehen Sie hier. Sie haben hier das Schema, also HTTP, HTTPS, FTP oder was Sie wollen. Sie haben die Authority, also da, wo die Daten herkommen. Example.com und zwar Port 8042 aus irgendwelchen Gründen. Dann haben Sie hier einen Pfad zu der Ressource, also Hello World There. Das war sowas wie People oder Planets oder sowas hatten wir ja. Query hatte ich Ihnen schon gezeigt, das wäre eine Möglichkeit, um Anfrageparameter noch dran zu geben. Da könnte man zum Beispiel, das hatte ich Ihnen an dem SpaceX-Beispiel erzählt, da konnte man ja sagen, Launch hier so und so groß. Und Fragment, das haben Sie häufig zum Adressieren von Unterseiten in HTML-Seiten gebraucht. Ich habe das noch nicht gesehen bei RESTful Web Services oder bei APIs, die man mit REST macht. Beispiele sind hier unten genannt. Was ich Ihnen auch schon gezeigt habe in dem Beispiel, sind die Verbindung von Ressourcen über Links. Sagt, da war doch mal der große Vorteil. Ich kann Links zwischen Ressourcen verlegen und damit kann ich die Ressourcen quasi entkoppeln und sie auf verschiedenen Servern speichern. Ne? Also http://example.com muss ja nicht zwingend derselbe Server sein wie der example.com oder ich kann hier auch eine völlig andere URL eingeben, sodass ich jetzt wirklich auf verschiedensten Sites die Sachen speichern kann und ich kann zum Teil wirklich sogar firmenübergreifend Sachen referenzieren damit. Also sehr schön entkoppelt. Gegenbeispiel wäre, es ist alles in der relationalen Datenbank drin und ich kann die Tabellen natürlich nicht auf verschiedene Server tun. Kann ich schon, ist aber dann sehr aufwendig. Das hier mit den Links ist natürlich sehr, sehr einfach gemacht.
Und ja, habe ich schon erzählt. So, und Vorteile sind auch noch, Sie haben so einen Link, der Semantik trägt. Können Sie sehr schön sehen bei Amazon. Da ist die ISBN-Nummer mit im Link drin, von dem Buch zum Beispiel, sodass Sie Ihrer Oma, falls Sie sich ein Buch zu Weihnachten wünschen, den Amazon-Link direkt schicken können. Und wenn Ihre Oma da draufklickt, kriegt sie direkt das Buch von Amazon. Also die haben auch so ein restartiges Schema, um Ihre URLs darzustellen. Also auch da können Sie sozusagen Bücher bei Amazon mit einer URL verweisbar machen. So, letzte Folie zu den Ressourcen. Sie können mit den Headern, das kann ich leider nicht demonstrieren, weil ich kein Beispiel gefunden habe, da müssen wir jetzt warten, bis wir selber was coden, kann ich mir mit Accept, wenn ich also einen GET-Request mache und ich sage dem Accept Application XML, kann ich mir XML wünschen. Oder ich kann dem Server mit Content Type sagen, lieber Server, ich schicke dir jetzt ein PDF und eben kein Java, kein XML oder kein JSON zu. Die Sachen, die da erlaubt sind, sind sogenannte MIME-Types. Dafür gibt es einen eigenen RFC, wo da geregelt ist, was man da überhaupt angeben darf und was nicht. Und jetzt kann ich zum Beispiel einen GET-Request auf Customers machen und ich sage dem Accept Application XML, dann kriege ich XML zurück. XML erkennen Sie immer diesen öffnenden und schließenden Text. Oder ich sage HTML-Format, dann sage ich hier Accept Text HTML und kriege dann HTML-Format zurück, beispielsweise. Dann ist es dieselbe Ressource, nur in einem anderen Format. Und dieses Accept, das ist diese Content Negotiation, um die es jetzt schon so oft gegangen ist. Und wie gesagt, das Hübsche ist, jetzt haben Sie die Ressource getrennt von Ihrer Repräsentation. Das haben Sie eigentlich sonst nirgendwo. Auch nicht in Datenbanksystemen oder in betrieblichen Informationssystemen oder in allen Middleware-Standards, die es sonst so gibt, haben Sie eigentlich normalerweise immer eine feste Repräsentation von Antwortdaten, die zurückkommt. Die kommt dann immer in XML oder immer in JSON oder immer als irgendwie gearteter ASCII-Text. So, die Formate können Sie nachschauen bei der JANA, da sind die alle geregelt. Machen wir jetzt nicht auf, können Sie sich selber anschauen. So, das war das Thema Ressourcen. Und damit sind wir im Grunde auch schon durch. Die Werkzeuge, um sich HTTP-Requests anzuschauen, die behandeln wir dann in den jeweiligen Demos. Ganz kurz nur, Sie können auch auf der Kommandozeile HTTP-Requests absetzen mit Curl. Das werden wir noch ganz umfangreich brauchen. Hier nochmal, dass Sie es gesehen haben. Beispiele sprechen wir dann später durch. Sie postbinden, damit habe ich Ihnen jetzt schon mehrere Demos gegeben. Was ganz hübsch ist, ist auch in dem IntelliJ, können Sie, also wenn Sie diesen New-Dialog ganz nach unten durchscrollen, haben Sie hier unten auch die Möglichkeit, einen HTTP-Request aufzumachen, das ist eine Datei. Und da habe ich hier mal TH Rosenheim HTTP als Request gemacht und kann dann sozusagen hier auch Requests runtercoden. Und der zeigt einem dann hier tatsächlich, auch wenn man das Ding laufen lässt, also es gibt auch so einen Startknopf, was der Server dann zurückgibt. Also auch das ist eine schöne Möglichkeit, seine eigenen REST-APIs oder seine eigenen HTTP-basierten APIs zu testen, indem man einfach aus dem IntelliJ direkt die Requests absetzt. So, das war's jetzt endgültig zum Thema HTTP. In der nächsten Woche steigen wir dann ein in die Programmierung dieser Requests. Dann wird es um einen RESTful Web Service gehen mit Spring Boot. Und dann machen wir also REST und programmieren das gleich mit Spring Boot. Also dann bis nächste Woche bzw. bis zu unserer Besprechung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.